Hallo und herzlich willkommen YouTube zu Let's Play Bioshock. Ja, mein erstes Let's Play hier heute Bioshock. Also Bioshock, episches Spiel. Und ja, ich denke mal, das kennt so ziemlich jeder von euch, also Bioshock. Hat ja bestimmt schon jeder mal gehört. Und ja, das ist mein erstes Let's Play hier und ich fange einfach mal an. Also das Spiel ist nichts für schwache Nerven. Sei schon mal gesagt. Falls ihr noch nicht so viel von Bioshock gehört habt. Ich stelle erstmal die Helligkeit ein. So. Das passt, denke ich mal. Und wir spielen, denke ich mal, auf leicht. Das Spiel ist nämlich blind, ich habe es noch nie gespielt oder so. Ich habe es mal einmal angefangen zu zocken. Aber nur die erste Mission oder so mal ganz kurz. Aber es ist im Prinzip ein Blind Let's Play. Also ich habe es noch nie vorher wirklich durchgespielt oder so. Und ja. In den Szenen, in den Sequenzen, Filmsequenzen werde ich nichts sagen. Und ja, damit ihr alles versteht. Als mich meine Eltern in das Flugzeug nach England setzten, wo ich meine Verwandtschaft besuchen sollte, sagten sie zu mir, Sohn? Du bist etwas Besonderes. Du wirst große Taten vollbringen. Glauben Sie mir, Sie hatten recht. Schock. Ja, also wir sind jetzt hier gerade mit dem Flugzeug abgestürzt. Wir sind jetzt hier unter Wasser. Oh cool, eine Handtasche. Und wir kriegen eine Nachricht, aber egal. Ja, man sieht schon. Cool. Da brennt's. Dann schwimmen wir hier mal raus. Sieht aber geil aus, die Flammen. Oh. Ja, das Spiel ist schon ein bisschen älter. Und ich denke, ich mache jetzt erstmal den Ton ein bisschen leiser. Passt das, denke ich mal. Oder? Auf 60 mach ich's mal. Wir schwimmen jetzt einfach mal zu dieser Insel hier. Ja, wie gesagt, das Spiel ist schon ein bisschen älter, aber für die damalige Zeit ist das echt schon eine ziemlich geile Grafik, finde ich. Also sieht schon ziemlich cool aus. Oh, sollen wir reingehen? Angst. Okay. Laufen wir mal runter. Ziemlich düstere Stimmung. Ich gehe einfach mal hier rein. Und ab geht's nach unten. Mit der Tauchkapsel.
Okay. Ja, also die Stadt heißt Rapture, so eine Unterwasserstadt und... Ich bin Andrew Ryan und ich möchte Sie eines fragen. Steht einem Menschen nicht das zu, was er sich im Schweiße seines Angesichts erarbeitet? Eigentlich Nein, schon. Sagt der Mann in Washington, es gehört den Armen. Nein, sagt der Mann im Vatikan, es gehört Gott dem Allmächtigen. Hm. Nein, sagt der Mann in Moskau, es gehört allen. Ich konnte keine dieser Antworten akzeptieren. Hm. Stattdessen entschied ich mich für etwas anderes. Für etwas Unmögliches. Ich entschied mich für Rapture. Oh. Eine Stadt, in der der Künstler keine Zensur fürchten, der Wissenschaftler sich keiner engstirnigen Moral beugen muss, in der diejenigen, die zu große bestimmt sind, nicht durch die kleinen Lichter gebremst werden. Wenn auch sie im Schweiße ihres Angesichts für dies kämpfen, kann Rapture auch ihre Stadt werden. Ja, es ist eben die Stadt. Unter Wasser alles. Da sind wir schon. Ui, ein Wal. Keine Ahnung, was da los ist. Der Leuchtturm ist vom Feuerschein hell erleuchtet. Da muss ein Flugzeug abgestürzt sein. Aber wir sind mitten im verdammten Atlantik. Ich meine, ich kapiere das nicht. Mach dich auf den Weg, aber schnell. Die Splicer kommen. Die Splicer. Atlas, wie kommst du drauf, dass überhaupt jemand kommt? Weil wir hier eine Tauchkugel haben, die auf dem Weg nach unten ist. Wir haben Gesellschaft. Ich denke, ich werde die Sprache noch mal ein bisschen leiser machen. Aber naja, werden wir sehen. Ziele mit dem elektrischen Angriff aufs Wasser. Okay, Spiel gespeichert. Nur eine Minute noch. Ich sehe sie schon. Die Tauchkugel kommt jetzt hoch. Johnny, das Sicherheitssystem ballert alles über den Haufen. Beweg dich endlich! Und die Szene. Ich wollte hier nicht einbrechen. Bitte tun Sie mir nichts. Ist schon ein bisschen hart. Lassen Sie mich bitte gehen. Sie können meine Waffe behalten. Sie können... Ist das jemand Neues? Oh oh. Okay. Was passiert hier mit uns? Funkgerät, hier. Keine Ahnung, wie du den Absturz überlebt hast, aber wo die Vorsehung im Spiel ist, stelle ich keine Fragen. Ich heiße Atlas. Ich will, dass du am Leben bleibst. Mach, dass du hier wegkommst. Wir müssen dich ein Stück nach oben bringen. Okay. Atme tief durch und geh aus der Tauchkugel raus. Keine Sorge, ich lass dich nicht hängen. Wir müssen sie aus ihrem Versteck locken. Du wirst mir jetzt vertrauen müssen. Okay. Okay, Leute. Also dann denke ich, war es das erstmal für Part 1. Wir machen nächstes Mal an dieser Stelle weiter. Und ja, dann ciao. Macht's gut, bis dann.